Leute, was geht ab? Leute, wir sind hier auf dem Weg ins Kino. Ein paar Zuschauer haben mich eingeladen. Ein paar Leute, also es sind nicht nur Zuschauer, es sind auch Kollegen aus unserer Telegram-Community. Haben die geschrieben. Und übrigens hier Hawalke. Also wenn ihr das Video seht, Mittwoch, heute ist Dienstagabend, machen die Soft Opening und Freitag machen die Grand Opening mit Hatta. Das heißt, wir schauen da morgen früh vorbei. Für euch ist das alles dasselbe Video, kein Stress. Und da vorne Isator Cinemax, check mal jetzt den neuen Fast and Furious Film ab. Also ich habe eher Bock auf Space Jam 2. Frag mal irgendeinen der Jungs, oder allgemein die Jungs, ob irgendjemand von denen Bock hat auf Space Jam 2, Mann. Okay, ich bin gespannt, wie voll es sein wird. Und natürlich, wie schmecken wird. Ah ja, das geht eigentlich. Also, was heißt das geht eigentlich? Da ist niemand, Leute. Ich kann einfach rein und kaufen. Super saftig. So, Leute, da haben wir's. Bin gespannt. Hab mir ein Köfte-Sandwich gegönnt und Falafel-Box. Falafel-Box 4 Euro, Köfte-Sandwich 6,50. Also 6,50, bisschen teurer, aber noch im Rahmen von München. Ja, München ist abgefuckt. Gute Location, Isartor, Nähe Kino, Cinemax, Stückchen weiter weg von der Innenstadt, aber nicht zu weit, finde ich. Gute Location. Die Leute waren ein bisschen natürlich chaotisch, aber erster Tag, kann man den nicht übel nehmen. Und ja, ansonsten freundlich, nett. Und jetzt schauen wir mal, ob der Geschmack auch überzeugen kann. Also ja, auf jeden Fall leer, dafür, dass es erster Tag ist. Aber Freitag ist mit Hatta, da schaut er vorbei. Da wird es, glaube ich, anders krass abgehen. Vor allem, da ist halt nicht viel Platz. Das ist kein Platz oder so, das ist eine Straße. Das ist direkt an der Hauptstraße und dann müssen die irgendwie eine Schlange bilden und dann die anderen Läden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wird. Also wir schauen natürlich da vorbei. Aber zum Glück haben wir hier schon mal den Geschmackstest. So. Seht ihr was? Bisschen überfüllt. Will nicht, dass er umfällt. So. Ich kann nicht viel sagen. Noch nicht. Gut, war es sah alles normal aus. Es sah natürlich frisch aus. Der Laden hat erst seit einer Stunde offen. Und ja. Zwei saftige, hoffentlich saftige Köftespieße. Dann das Ganze drumherum. Hm. Und die Falafel. 8 Stück. Heißt, eins hat 50 Cent gekostet. Schön knusprig. Ist solide. Ich hatte schon bessere natürlich. Aber kann man machen, kann man machen. Schön folgig. Köfte schmeckt mir. Ich muss sagen, das Sandwich an sich, das Brot taugt jetzt nicht so. Und der Rest ist wirklich Standard. Keine überkrasse Soße, die mega schmeckt oder so. Bisschen auch zu viel von dem Zeugs. Also ihr seht, 50% hier Köfte und 50% hier. Und man beißt ja nicht so, dass man alles hat, sondern man macht ja eigentlich immer so und so. Das taugt mir jetzt nicht so. Zum Beispiel jetzt mache ich so, habe ich nur Köfte und dann mache ich so, habe ich nur Salat. Und die Soßenverteilung, what the fuck? Auf einmal richtig salzige und scharfe Stelle. Komplett solides Mittelfeld. Also es hätte auch random um die Ecke irgendwas sein können, also hinterlässt auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck. Da bin ich nochmal. Auf einmal schmecke ich nur noch scharf, alles scharf. Aber nicht so eine geile verteilte Schärfe, sondern so klumpenmäßig. Wisst ihr, was ich meine?
Aber hier ist jetzt nur noch das Fleisch. Das rette ich noch. Das Rest des Brotes schmeiße ich weg, Mann. Das ist nur noch rot. Nur noch rote Paste. Hier dieses ein kleiner Streifen Joghurtsoße. Ist nicht gut verteilt, Mann. Scharf kein Problem, aber das ist ja überall nur noch Ding. Schaut euch das an, Leute. Schöne Abkühlung von dem zu scharfen, schlecht verteilten Köfte-Sandwich. Der Sieger muss immer sein. Erfrischend. Ja, Hawalzköfte. Was soll ich sagen, Leute? Es hat alles mit dem Meme angefangen. Kann man machen. Es läuft überall, wo es aufmacht. Klasse Kette Franchise. Aber mir persönlich hat sie sich so getaugt, also ich würde nicht extra nochmal hingehen. Also ohne den Gimmick von Hatta. Also wäre es einfach nur nach 15 normaler Köfteladen ohne seinen Namen. Nee, Mann, nee, danke. Aber einmal hingehen zum Probieren und so kann man auf jeden Fall. Ist eine kleine Attraktion. Boah, geil. Shave Eis mit Mango. Ich müsste genauso an die Jungs von gestern, vom Film. Sixpack, Eisen, paar Stammzuschauer, man kennt sie aus der Gruppe, aus dem Chat und so. Super nett. Eine chillige Gruppe, also alle Anime, Manga Zuschauer. So eine Gruppe hatte ich mir früher immer gewünscht. Mittlerweile ist es ja normal, dass jeder das schaut, aber als ich aufgewachsen bin, noch nicht so. Ja, die anderen schauen auch Anime und Manga, aber bin ich auf meinem Level. Und mein Level ist jetzt nicht so krass, also. Ja, die waren gut vertreten, waren chillig. Danke für den Support, Jungs. Bam! Zwei neue Dosen. Eggs Icebreaker. Und Special Edition, Leute. Hier. Go-Go Limited Edition. Ich glaube, irgendwo aus Polen, Leute. Also Eggs Black habe ich, aber nicht Go-Go Edition. Und, mein Gott, ich habe das gestern gesehen und heute. X hat angekündigt oder hat es rausgebracht. Dogecoin Dose. X, also der Duft, den kennt man, glaube ich. Das ist ein bekannter, aber als Dogecoin verpackt mit der Dose. Und also super exklusiv, limitiert. Plus American Only. Also alle Amis konnten heute sich irgendwie registrieren und dann haben die es umsonst bekommen. Limitierte Auflage, so viel halt der Vorrat reichte und ja. Exklusiv, super exklusiv, Dogecoin, XDO, irgendwie muss ich das bekommen. Plus US-regional, dadurch, dass es halt nur in der US angeboten wurde, dieses Angebot, dieses Special. Bitter, bitter, bitter. Ja, auf jeden Fall, Havalge. Nee. Also man kann vorbeischauen als Gag. Zum Joke einmal zum Probieren, aber so regelmäßig oder so empfehlenswert überhaupt nicht. Ja, aber das war's von mir, Leute. Ah ja, was ich noch erzählen wollte, ich hatte ja vorletztes Mal gefragt wegen 5k jeden Monat oder 1 Million sofort. Gestern sollte ich es eigentlich auflösen, aber da war ich im Yu-Gi-Oh! Waren. Da hat mich diese Yu-Gi-Oh! News geflasht. Natürlich 1 Million sofort, weil mit der 1 Million, wenn du die gut anlegst, kannst du mehr als 5000 im Monat machen. Und dann ist es so viel effektiver. 5000 im Monat ist gut, ist krasses Geld, aber nicht, wenn du 1 Million Startkapital hast. Stell dir vor, dass du einfach mit 1 Million Startkapital alles anfangen könntest. Also keine Frage, wirklich keine Frage. Und als ich das gesehen habe, und ich habe natürlich direkt auf 1 Million geklickt, 83% bei seiner Umfrage, wo ich es gesehen hatte, haben auf 5k das getippt. Echt. Wow, das hat mich echt geflasht. Deswegen habe ich euch die Frage gestellt. Unfassbar, Mann. Mit 1 Million, also was ich im LM mit 1 Million machen könnte. 100k im Monat. 100k im Monat mit 1 Million.
also im LM ungefähr, plus minus, dies, das. Im Gegensatz dazu die 5K. Das ist echt krank. Krank. Dann hätte ich in einem Jahr 1 Million gemacht, ungefähr plus minus, und ihr hättet 60K gemacht, also die, die 5K gewählt haben. 1 Million versus 60K im Jahr. Ah, naja, das war's von mir, Leute. Schaut vorbei. Freitag schauen wir vielleicht nochmal vorbei. Zwecks Eröffnung, zwecks Hatta. Mal schauen, was da so abgeht. Vielleicht sehen wir ihn live und sowas. Ein Foto, was weiß ich. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Und ansonsten serious Business in Bitcoin. Glaubt immer noch dran. DeFi Cashflow generiert serious Business und ciao.